Hey meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Heute habe ich für euch ein Werbung vs. Realitätsvideo. Das habe ich ja schon öfters gemacht und es kam immer sehr, sehr gut bei euch an. Ja, weil es immer, wie ich finde, sehr hilfreich ist zu sehen, wie sieht die Kleidung online aus und wie sieht sie tatsächlich aus, wenn sie ankommt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem Video. Fangen wir mit Shein an. Ich habe mir hier einen Tanktop bestellt in Khaki. Und hier in der Mitte hat es einen sehr, sehr tiefen Ausschnitt. Ja, so aus schwarzer Spitze. Also wirklich total sexy. Zu sexy momentan für mich, weil ja, ich bin ja schwanger. Und ja, ich glaube, das ist einfach zu offen für mich momentan. Auf jeden Fall hatte ich diesen Tanktop schon in schwarz und ich war so zufrieden mit der Qualität, dass ich mir das quasi nachbestellen musste in einer anderen Farbe. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Sieht wirklich super, super schön aus. Und deswegen habe ich mir das auch in rot bestellt, weil ich finde, das sieht so schön aus. Mädels, einfach nur eine schwarze Jeanshose. Ja, hier so ein Tanktop, einen schönen schwarzen Blazer drüber und das war's. Das sieht so, so schön aus einfach und es ist nicht zu krass, glaub mir. Also man sieht nicht unbedingt was, weil durch diese Spitze ist das eigentlich alles schon relativ gut verdeckt, ne? Also wirklich, das sieht so schön aus und ich habe mir das relativ groß bestellt, in Größe L, genau. Aber es ist wirklich sehr, sehr stretchy, ne? Das hat Elastan, also ich hätte es auch ruhig in M bestellen können. Aber naja, ihr wisst ja, bei diesen Läden sollte man eine Nummer sicher gehen und eine Nummer größer bestellen. Dann habe ich mir einen Zweiteiler bestellt in hellgrau. Total schön, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es ist super hochwertig, also das hätte auch quasi von Zara sein können. Ein Rock, bisschen höher geschnitten und hier haben wir dann ja so einen Schlitz. Sieht super schön aus und ja, jetzt so mit meiner Babykugel und so liebe ich solche höheren Röcke, weil einfach meine Kugel auch so schön darin aussieht und man fühlt sich einfach wohl. Ich fühle mich momentan sehr, sehr wohl in Röcke und Hosen, selbst wenn es Schwangerschaftshosen sind, die stören mich schon mittlerweile sehr. Deswegen ja, wie gesagt, ein Zweiteiler dazu kam dann hier, oh, das muss ich erstmal umdrehen, hatte ich schon öfters an. Passend dazu, super gut verarbeitet, aber ich glaube, das kann man echt sehen, dass der echt eine gute Qualität hat. Richtig schön eng hier an den Ärmeln, einen tiefen Ausschnitt und hier unten, das gefällt mir total gut. Schaut mal, wie das hier geschnitten ist, also mit so einer Welle sozusagen, mit so einem Volant nennt man das ja. Es sieht super schön aus angezogen und gerade jetzt, weil ich schwanger bin, sieht es so süß aus einfach, ne? Weil dieses Volant hier oder wie man das nennt, steht dann so ein bisschen ab über die Kugel, wisst ihr, was ich meine? Und dann so der enge Rock und so, also total schön. So, dann geht's weiter, dann habe ich mir einen Pullover bestellt. So sieht er aus und ich finde den sowas von außergewöhnlich, habe ich noch nie gesehen. Mir haben die Farben irgendwie total gefallen, also diese Kombi mit Senf und Weiß und Rosa-Grau und Anthrazit und dann hier diese Teile, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Paletten oder was, die sind ja echt relativ groß, aber angezogen sieht es einfach total niedlich aus, also ich weiß es nicht, gefällt mir total gut mit einer schwarzen, engen Leder-Leggings oder keine Ahnung, hat mir echt gut gefallen, weil ich es außergewöhnlich finde und ja, die Ärmel, könnt ihr das sehen, die sind so ein bisschen breiter geschnitten, also alles so ein bisschen oversize. Super, super hübsch, wirklich. Und dann habe ich mir eine Bikerjacke bestellt, sozusagen aus Velourleder. Natürlich nicht echt, sondern Velourleder-Optik. Aber Mädels, das fühlt sich so weich an. Diese Jacke ist so hochwertig, also ich habe es wirklich nicht bereut, dass ich sie mir bestellt habe. Schaut euch mal die Farbe an, das ist so ein helles Grau, also perfekt für Herbst, Frühling, kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen und die ist so gut verarbeitet, wirklich, also darauf achte ich immer und ja, wirklich, also total schön verarbeitet, hier auch haben wir wieder diesen Biker-Stil, ne? Kleine Details einfach, ne? Ein Reißverschluss zum Beispiel. Dann geht es weiter mit Rumwe und hier habe ich mir einen Moment, das kommt übrigens immer so verpackt an, ne, in so Plastiktütchen. Ja, Plastik ist zwar nicht so geil, aber es kommt echt gut verpackt an, ne? So, dann zeige ich euch mal die Jacke.
die ich mir bestellt habe in Rosa. Das ist so ein Puderrosa, würde ich mal sagen. Ja, so würde ich es beschreiben. Ziemlich hell, total schön und hochwertig, diese Jacke. Also ich kann es wirklich nicht glauben, weil bei Zara gab es, meine ich, eine total teuer im Vergleich, ganz klar. Aber wirklich sehr identisch. Ja, also Wahnsinn. Die ist wirklich total schön. Schaut mal. Also kann ich euch auch nur empfehlen. Die sieht auch angezogen total klasse aus. Das Einzige, und das, oh, das regt mich so auf, ne, dass die Ärmel ein bisschen zu kurz sind. Die sind ein bisschen zu kurz. Die gehen so ungefähr bis hierhin. Und das stört mich natürlich total, hallo. Außerdem, was mich auch sehr stört ist, naja, sehr stört, wenn man jetzt eine schwarze Leggings anhat, wie ich jetzt zum Beispiel, dann fusselt die schon ganz schön, ne? Aber das ist ja meistens so bei Felljacken. Und meine Mutter hat mir als Tipp gegeben, du musst mal rausgehen mit der Jacke und die dann richtig ausbürsten. Das werde ich dann machen und dann schauen wir mal weiter. Aber sonst sehr empfehlenswert und super, super schön. Also ihr könnt das sehen. Also total weich und ach, also eine total schöne Felljacke. Ja, dann habe ich mir ein Pulli bestellt in Rosa. Finde ich auch sehr, sehr schön. Der Kragen ist wieder ein bisschen höher geschnitten. Rund, liebe ich total. So relativ kurz, aber bewusst kurz. Nicht wie die Jacke, die plötzlich zu kurz geraten ist. Nee, das ist bewusst so kurz. Finde ich total schön. Bin sehr zufrieden. Gefällt mir. Die Farbe ist auch super schön. Auch wieder so ein Puderrosa. Da stehe ich ja momentan total drauf. Und dann haben wir hier noch eine Jacke. Die ist rot. Schaut mal, aber was für ein Rot. So ein Rot-Orange. Also damit werde ich auf jeden Fall auffallen. Und die gab es ja bei H&M. Habe ich mir in schwarz gekauft. Und ja, dann habe ich die hier gesehen bei Rome und habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Ich brauche die unbedingt in Rot. Ja, und angezogen, die ist einfach nur der Hammer. Die ist so richtig sportlich, chic und lässig für den Alltag. Hier mit diesem hohen Kragen und ja, so richtig schön gesteppt, ja. Erinnert mich so ein bisschen an den 80er, 90er Jahren. Ja, total schön einfach. Ich bin so zufrieden mit dieser Jacke und die kann ich euch auch definitiv nur empfehlen. Ja, anhand der Bilder und der Videoszenen könnt ihr ja dann für euch entscheiden, ob es denn ja, online genauso aussah wie in der Realität. Ich bin aber wirklich total begeistert mit meiner Bestellung diesmal. Da war wirklich gar nichts dabei, wo ich sage, oh nee, geht gar nicht. Also mir hat wirklich alles gefallen. Ja, da war jetzt nur die Jacke, ne, mit den Ärmeln, die war ein bisschen zu kurz und so. Aber ansonsten, wow, also wirklich total schöne Kleidung. Und ja, das war's auch schon. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mal mit dabei wart. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt mir unbedingt gesund. Ciao!